Herzlich willkommen zurück bei Phoenix Wright, liebe Freunde. Ja, beim letzten Mal hat sich jetzt die Mia, unsere Mentorin, ins Heft gezeigt, weil wir den Namen des Opfers nicht wissen. Ja, wir wissen natürlich den Namen. Ne? Für einen Moment haben wir ihn vergessen, aber das ist ja, das kann jedem ja mal passieren vor Gericht. Jetzt hat sie Kopfschmerzen. Ja, wunderbar. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen. Das ist nicht besonders gut. Das muss ich kurz nachholen. So, okay. ja. Kommt kurze Erklärung. Jo, tun Sie es für mich, ich bitte Sie. Ja, das soll der auch für sich selber tun. Ne? Jo, ich zeige euch den unteren Bildschirm wieder. Blub. Was habe ich denn hier gemacht? So, jetzt. Wir schauen in der Gerichtsakte nach. Hier hätten wir Todeszeitpunkt und so weiter. Wenn wir in dem Profil nachschauen, da haben wir unsere Chefin mit üppigen Brüsten. Jo, da ist unser Angeklagte. Er ist nett. Aha. Jo. ja, und da ist das Opfer. Das Opfer heißt also Cindy Stone. Also gehen wir zurück. Jo, und können wählen Cindy Stone. Cinderblock. Ja, wunderbar. Gehe gleich mal wieder nach oben. Wupp, wupp, schönes Verschieben. So. Der Name des Opfers ist Cindy Stone. Ja, natürlich. Korrekt. Er gibt uns recht. Das ist doch gut. Die Todesursache. Sie starb, weil sie erschlagen ist geworden, ne? Haben wir im Vorspann gesehen. So. Bisschen umständlich, aber können wir leider nicht ändern. Ja, sie wurde erschlagen. Korrekt, ja, natürlich ist das korrekt. Jo. Ich wirke jetzt plötzlich. Hey, Mann, ich bin Mr. Cool Man schlechthin, Mann. Pain. Hallo. Ja. Yeah. Ja, was war denn das eigentlich? Erzähl mal. Da! Es handelt sich um die Statue der Denker. Dichter- und Denkerstatuen. Sollten verboten werden. Jo, wir kriegen einen Beweis und finden das auch in unserer Beweisakte wieder. White! Ja, das ist mein Name, verehrte Dame. Jo. Jo. Ja, hab ich doch vorhin schon gezeigt hier, den Leuten. Oh, oh. Jetzt kommt der erste Zeuge. Und das ist unser Angeklagte. Wo soll ich denn jetzt aber machen? Die Dame? Ihnen darf nichts entgehen, was Ihre Mandanten helfen könnte. Sie haben die Möglichkeit, später auf die Angriffe zu reagieren. Jo. Ja, Wir haben es hier mit Larry zu tun. Da ist er. You, hey ho, Kumpel. Herr Butz, stimmt es, dass das Opfer sich erst vor kurzem von Ihnen getrennt hat? Jetzt wird er aber sauer. Cleopatra und Marcus Antonius, dass Larry davon weiß. Ja. Oh, ja gut, okay. Das. Okay. Hey, sag ihm nicht die Wahrheit. Oh oh. Mit einem von ihnen. Armer Larry. Euer Ehren, der Pass des Opfers. Wunderbar.
Sie war am Tag vor ihrem Tod in Paris. Oh, Stadt der Liebe. Wir kriegen wieder etwas in unsere Akte. Sie scheint wirklich am Tag vor dem Mord zurückgekommen zu sein. Kann nicht sein, warum nicht? Ja. Was für ein Ding? Sugar Daddies? Sugar Daddies? What the hell? Ja, so geht's mir auch gerade, Butz, Batz, Betz. Ach so, jetzt. Bei diesem Spiel kann man noch was lernen. Mann. Nennt man die dann auch Prostituierte nicht, oder? Was? Wie denken sie jetzt über sie hier? White. Jupp. Ja, zur Stelle, zu Diensten. Larry's Klappe. Ja. Soll ich? Ich kann wählen, liebe Leute. Zwischen... Abwarten, nicht antworten lassen. Dann lasse ich ihn mal nicht antworten, ne? Okay, was ist sein Anspruch? Das kann man jetzt nicht beeinflussen. Man kann nur beeinflussen, in welche Richtung es geht. Ja, das stimmt, das hat er nicht gemacht. Diese Frage hat mit dem Fall nichts zu tun. Yo! Oh, er schwitzt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ach, diese Kuh hat mich beschissen. Ja, mei, Larry. Das passiert. Nein, das schaffst du. Du wirst noch viele Enttäuschungen erleben. In einem späteren Leben, ja. So ein schwerer Nöter. Ich hatte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, klar. Nein, ist das nicht. Never ever. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Schluck. Oh, ich schätze mal schon. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist eine super Antwort. Er war da, ja. Was jetzt? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich lasse ihn antworten. Sag die Wahrheit. Jo, voll das Zeichen hier. So, hoffentlich war das jetzt richtig. Mom, bleib cool. Keep down. Hat er eine Stimme. Er lügt? Oh, oh. Oh, oh, das gibt Ärger. Der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat. Ja, wunderbar. Ja, super. Das müsste ja dann eigentlich der Täter gewesen sein, ne? Ruhe im Gerichtssaal, Ruhe. Die Anklage. Klappe, Klage. Scheiße, sorry. Es sieht immer schlecht aus. Jo, er hat da Zeitungen verkauft. Ja, das glaubst doch, ey. Frank Savit in den Zeugenstand. Grüß Gott. Na, das sieht ja mal nett aus. Oh Gott, nicht so einer. Oh nein. Zeitungen. Abonnements. Das ist ein Drückeberger. Nennt man die nicht so? Drücker. Naja, okay. Jetzt kommt die Zeugenaussage. Jetzt wird's spannend, Leute. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen. Eine Frau. Reglos, tot! Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen.
Ich wollte sofort die Polizei rufen. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. So, liebe Leute, die Küchenuhr hat geklingelt, das heißt, wir müssen Schluss machen. Und das machen wir auch an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bleibt dabei, es wird immer spannender. Bye bye, ciao ciao, adiamos.